strömender Regen, unheimliche Musik, ein kaputtes Motorrad. Jetzt fehlt nur noch ein unheimliches Haus, das vom Blitz erleuchtet wird. Dankeschön, damit hätten wir nun alle Zutaten für ein Grusel-Adventure beisammen. Und das hier ist ein ganz besonderes, nämlich Grey Matter, das neue Spiel von Gabriel Knight-Schöpferin Jane Jensen. Schauen wir uns doch mal an, um was es geht. Hallo, ich bin die neue Assistentin für Dr. Ja, wie geht es Ihnen? Ich bin die Assistentin für Dr. Stiles. Also die neue Assistentin für Dr. Stiles. Oh Gott. Okay, irgendwas hat die gute Dame offenbar in Angst und Schrecken versetzt. Was würde ein normaler Mensch in dieser Situation tun? Eventuell die Polizei rufen, vielleicht sogar flüchten. Und was macht Sam, die Heldin von Grey Matter? Hallo, ich bin die neue Assistentin für Dr. Stiles. Nun ja, zumindest mir wäre das jetzt als allerletztes eingefallen. Aber okay, Logik ist ohnehin nicht die große Stärke von Grey Matter. Dafür hat's ein Tutorial, das uns erstmal erklärt, dass wir prinzipiell alles anklicken sollen. Klingt trivial, ist aber tatsächlich so wichtig wie schon lange nicht mehr in einem Adventure. Also suchen wir erstmal unseren Hasen und füttern ihn. Jo, gibt schließlich gerade nichts Wichtigeres zu tun, wie zum Beispiel abhauen, bevor der Schwindel auffällt. Nun ja. Houdini! Da bist du ja! Okay, schauen wir uns also erstmal in der Villa um. Ah, ein Telefon. Damit können wir doch jetzt bestimmt um Hilfe rufen, oder? Keine Ahnung, wen ich jetzt anrufen könnte. Ich kenne hier niemanden. Und in einer Werkstatt brauche ich auch nicht anzurufen, weil ich mehr oder weniger blank bin. Nein, das muss man nicht verstehen. Ärgerlicherweise kehrt Grey Matter zu der längst vergessenen Unsitte zurück, dass man Aktionen nur in einer ganz bestimmten Reihenfolge ausführen kann. So dürfen wir diesen Briefumschlag nur angucken, aber nicht öffnen. Auch die Küche können wir noch nicht betreten. Also rennen wir ganz schön ziellos durch die immerhin sehr stilvollen Kulissen und klinken einfach mal alles an. Das ist weder zeitgemäß noch motivierend und passiert verhältnismäßig häufig. Auch das Notizbuch ist keine große Hilfe, weil es einfach nur sämtliche Dialoge und Monologe aufzeichnet. Erst nachdem wir mehrere Fotos, Diplome sowie dieses Gemälde angeklickt und außerdem vollkommen sinnfrei die Villa verlassen haben, geht die Story weiter. Und wir begegnen der Haushälterin. Ich wollte gerade nach oben gehen und nachsehen, ob du schon wach bist. Generell kommt Grey Matter nur sehr langsam in Fahrt. Die komplette erste Spielstunde verbringen wir fast ausschließlich mit Reden und Suchen. Echte Rätsel sind Mangelware. Gut, dann komm erst mal zum Frühstücken. Szenenwechsel. Sam hat ihre Fluchtpläne über den Haufen geworfen und sich entschieden, für den Villenbesitzer und Neurobiologen Dr. Stiles zu arbeiten. Eine nachvollziehbare Erklärung dafür bleibt das Spiel schuldig. Dafür gibt's jetzt endlich ein richtiges Puzzle. Wir sollen Studenten für einen Versuch des Doktors akquirieren. Der Mann neben dem Brunnen kommt jedoch nur mit, wenn wir ihm seinen selbstgedrehten Film zurückbringen. Dieser Film befindet sich dummerweise in den Händen der jungen Dame auf dem Stuhl und sie denkt nicht daran, ihn herauszurücken. Kein Wunder, sie spielt darin eine eher unvorteilhafte Hauptrolle. Um den Film zu bekommen, benötigen wir zum einen eine leere Kassette und zum anderen Sams Fähigkeiten als Hobbyzauberer. Der Einsatz des Zauberbuches ist die innovativste Idee von Grey Matter. Immer mal wieder müssen wir zunächst den passenden Trick für die aktuelle Notlage finden und dann in einem separaten Menü die passenden Handgriffe quasi vorprogrammieren. In diesem Fall verstecken wir etwa die leere Kassette in unserem Ärmel, lenken dann das Mädel ab und tauschen dann blitzschnell leere und bespielte Kassette aus. Das ist ein paar Mal recht faszinierend, wird auf Dauer aber ziemlich anspruchslos, weil wir im Prinzip nur das nachklicken, was uns das Zauberbuch vorgibt. Na, dann schauen wir doch mal, was nun passiert. Das ist der Name des Films, den er erwähnt hat. Er steht auf dem Etikett. Kann ich mal sehen? Aber sei vorsichtig. Weißt du, was ich an deiner Stelle tun würde? Siehst du die Tonne da drüben? Was hast du? So, jetzt kannst du dir sicher sein, dass niemand jemals den Film zu sehen bekommt. Ihr habt echt einen Knall, Amerikaner.
Trotz aller Kritik, Grey Matter ist beileibe kein schlechtes Adventure. Das Spiel ist richtig schön umfangreich und hat eine dichte Atmosphäre. Es gibt viel zu entdecken, auch die Story nimmt nach rund 2 Stunden doch noch richtig Tempo auf und beschäftigt sich auch mit ungewöhnlichen Themen wie dem Verlust eines geliebten Menschen. Sogar ein paar pfiffige Rätsel wie dieser Automat sind dabei, wenn auch die Ausnahme. Denn bevor wir den Automaten benutzen dürfen, müssen wir leider erstmal die häufigste Puzzle-Lösung von Grey Matter anwenden. Einfach alles anklicken und wenn es auch nur ein winziges Logo ist. Das ist das Symbol des Daedalus-Clubs. Ob das wohl weise ist?